Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Jürgen und das hier ist meine YouTube-Bastelgarage. Wir schauen uns heute die ganz neu eingetroffene Ankersolix Solarbank E1600 an. Anschauen werden wir uns, wie sieht das Gerät aus? Was ist im Lieferumfang alles drin? Wie leicht oder schwer ist der Anschluss zu bewerkstelligen? Was leistet es? Was kann die Solarbank so alles? Und wie sieht die App, die Handy-App dazu aus? Wer günstig seine Stromkosten schnell und einfach reduzieren will und zudem ein Stück energieunabhängiger werden möchte, der kommt an einer Balkonkraftanlage nicht vorbei. Ein bekanntes Problem bei Solar- und Balkonkraftwerken ist aber, dass genau zu der Zeit, also tagsüber, wo die Familien nicht zu Hause sind, sehr viel Strom produziert wird. Und dann, wenn man zu Hause ist und der Strom dann gebraucht wird, einfach die Sonne nicht mehr scheint. Gerade abends wird der meiste Strom verbraucht, aber die Solarpanel erzeugen nur bis zum Sonnenuntergang Energie. Ca. 40% der erzeugten Solarenergie wird tagsüber verbraucht. Das heißt, dass über die Hälfte des selbst hergestellten Stroms verschwendet werden. Bisher ließ sich der tagsüber erzeugte Strom aber nicht so ohne weiteres speichern. Nun gibt es endlich brauchbare und einfach zu installierende Batteriespeichersysteme. Bisherige Speichersysteme waren meist zu teuer, nicht geeignet oder konnten meist nicht in irgendeiner Art und Weise über eine App im Handy gesteuert werden. Um all diese bekannten Probleme zu lösen, gibt es jetzt die Ankersolix Solarbank, meiner Meinung nach das Beste, was auf dem Markt erhältlich ist. Vor allem, weil Anker schon seit Jahren tragbare Kraftwerke produziert und damit die nötige Erfahrung besitzt. Aber schauen wir es uns noch einmal näher an und packen es aus. Die super verpackte Solarbank, also das ist hier weiches Styropor, unten drin und oben drin, also wirklich top verpackt. Und hier ist die sehr kompakte und qualitativ hochwertige Solix Solarbank mit einer Größe von 420x232x240 mm. Sie wiegt um die 20 Kilogramm und hat 1,6 Kilowatt Kapazität. Gefällt mir also optisch schon einmal sehr, sehr gut. Auch das Grau, das passt irgendwie dazu. An dieser Seite den PV-Input. Hier werden die Solarmodule angeschlossen. Insgesamt kann man zwei Module direkt per MC4 Gleichstromstecker anschließen. Wie man das kennt, sind die Stecker unterschiedlich geformt, so dass ein falsches Anschließen, falsches Verpolen unmöglich ist. Man kann also nichts falsch machen. Wichtig ist nur ein Solarmodul hier und ein Solarmodul auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ebenfalls MC4-Stecker, aber als Ausgangsstrom, also PV-Out, ebenfalls Gleichstrom. Hier kommen dann nun zwei Kabel Plus- und Minuspol dran und die führen zum Mikroinverter bzw. zum Mikrowechselrichter. Zum weiteren Lieferumfang gehören diese MC4-Kabel mit einer Länge von ungefähr 2,50 Meter, die von der Solarbank bis zum Wechselrichter gehen. Diese Plus- und Minuspole splitten sich dann in vier Eingänge, also jedes Kabel zwei Stück, sodass man dann wieder vier Eingänge, also für zwei Solarmodule am Wechselrichter belegt. Dann ist da noch dieses Werkzeug mit dabei, mit dem man die MC4-Steckverbindungen lösen kann und das erleichtert die Montage sehr. Finde ich also wirklich klasse, haben sie gut gemacht, das dabei zu tun. Weiterhin befinden sich vier Kabel, auch alles MC4 Verlängerungskabel, ebenfalls 2,50 Meter lang und die sind dann auch im Lieferumfang enthalten. Diese dienen der Verbindung von zwei Solarmodulen mit der Solarbank. Natürlich darf die Bedienungsanleitung nicht fehlen. Die ist natürlich auch toll auf Deutsch und finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Des Weiteren liegt noch hier die Ankersolix Garantiekarte bei. Aber wir wollen ja ein wenig Spaß haben und nehmen die Solarbank mit nach draußen an das Balkonkraftwerk, um sie dort einfach einmal anzuschließen. Kommt mit! Wo stelle ich die Solarbank eigentlich auf? Ihr könnt sie draußen aufstellen, da sie IP65, also gegen Wasser und Staub, geschützt ist und damit für den Außenbereich geeignet.
Ich habe hier das Balkonkraftwerk Komplettset Anker Solix Solar RS40P mit zwei Solarmodulen und insgesamt 830 Watt Leistung und dem Wechselrichter MI80 mit 600 Watt Ausgangsleistung. Der Wechselrichter kann aber auf 800 Watt Ausgangsleistung aufgerüstet werden, wenn die gesetzlichen Richtlinien das zulassen. Die Anker Solix Solarbank wird per Plug and Play angeschlossen. Die Solarbank ist mit 99% aller Mikrowechselrichter kompatibel. Ich habe jetzt diese Kabel mit den zwei Enden. Die verbinden wir einfach durch Plug and Play, also anstecken mit der Solarbox. Und die beiden anderen Stecker, das sind jeweils zwei verschiedene. Die werden einfach dann hier in den Konverter wieder reingesteckt. So sieht das Ganze dann aus. Dann habe ich hier von meinem unteren Panel die beiden Steckverbindungen. Da kommen dann die Verlängerungen dran. Und die kommen dann, wie besprochen, halt damit man es nicht verwechselt, jeweils an eine Seite dran. So, das ist ein Solarpanel. Das andere stecke ich genauso dran. So, das sieht jetzt ein bisschen wüst hier unten aus, aber das, wie gesagt, die Kabel sollen bei mir noch in die Garage rein. Und damit ist eigentlich schon der Anschluss fertig. Zwei Kabel hier, vier Kabel hier und das Ganze ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten erledigt. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, den tagsüber produzierten Strom für eine jederzeitige Nutzung zu speichern. Und da hilft mir dieses Balkonkraftwerk bzw. kurz auch Mini-PV-Anlage enorm, mit diesem Speicher die Energiewende aktiv mitzugestalten. Der vom Solarkraftwerk erzeugte Strom wird meistens nur zu 40% eigenverbraucht. Die Eigenverbrauchsquote wird durch die Anker Solix Solarbank durch die Speicherung von ungefähr 50-90% erhöht. Ab 40% kann man bei der Stromrechnung von 2670 Euro am meisten einsparen. Wie komme ich auf die 2670 Euro? Anker gibt dazu an, ein 890 Watt Solarpanel kann durchschnittlich 890 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Diese 890 Watt mal 50%, das ist die Eigenverbrauchserhöhung, also 90% minus 40% Eigenverbrauch ist gleich 50%. Diese 50% mal 40 Cent pro Kilowattstunde, das ist der durchschnittliche Strompreis, mal 15 Jahre ist die Lebensdauer der Solarbank, ergeben 2670 Euro eingesparte Stromgebühren. Der durchschnittliche Strompreis liegt je Kilowatt in Deutschland zurzeit bei ungefähr 40 Cent. Die gesamte eingesparte Stromgebühr beträgt also 178 Euro im Jahr, sodass sich nach 15-jähriger Nutzung der Solarbank die eingesparten Stromkosten auf 2670 Euro belaufen. Wie schon gesagt, kann man jetzt durch die universellen MC4-Stecker die Solarbank mit bis zu 99% aller auf dem Markt befindlichen Solar-PV bzw. Mikrowechselrichter verschiedener Hersteller betreiben. Dafür gibt es unter anderem bei einer errechneten Lebensdauer von 15 Jahren eine 10-jährige Garantie und als erstes langlebiges Balkon-Solarspeichersystem eine Lebensdauer von 6000 Ladezyklen. Herkömmliche Batterien haben nur ungefähr 3000 Zyklen, was dem branchenüblichen Batteriezyklus entspricht. Die schnelle und einfache Installation innerhalb von 5 Minuten habe ich ja schon gezeigt. Solaranlage vom Stromnetz trennen, Kabel verbinden, App installieren und schon kann jeder seinen eigenen Strom speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Das bereitet keine Probleme und kann ohne auf den Elektriker zu warten von jedem selbst gemacht werden. Da hohe Temperaturen, zum Beispiel durch direkte Sonneneinstrahlung, die Batterieeffizienz beeinträchtigen können, empfiehlt Anker, die Solarbank auf dem Balkon direkt an der Wand zu platzieren. Die Entladetemperatur liegt übrigens bei minus 20 bis plus 55 Grad. Natürlich kann man auch
zwei Anker-Solix-Solarbänke anschließen, um die Kapazität von 1,6 Kilowattstunden auf bis zu 3,6 Kilowattstunden zu erhöhen, um so mehr Stromspeicher zu erhalten. Kommen wir zur Anker Handy App. Das, denke ich, ist für viele Leute wirklich interessant. Mit der App kann man nicht nur eine Echtzeit-Leistungsanalyse machen, also den Status der PV-Leistung überprüfen und einstellen, sondern auch wissen, wie viel Strom vorhanden bzw. gespeichert ist. Das ist aber noch nichts alles. Das würde natürlich alleine nichts nützen. Man kann natürlich alles auch einstellen. Zum Beispiel, wenn ich von 17 bis 18 Uhr nicht zu Hause sein sollte, dann kann ich die Grundlast, also die Geräte, die immer laufen, wie zum Beispiel der Kühlschrank, da kann die Grundlast gedeckt werden und der Rest mehr für den Abend gespeichert werden. Außerdem ist diese Investition in die Zukunft auch eine renditeträchtige Anlage, die sich in 5 bis 6 Jahren amortisiert hat. Jetzt könnt ihr die Anker Solix Solarbank E1600 mit der längsten Lebensdauer vorbestellen und euch 100 Euro Rabatt holen und erhaltet zusätzlich ein Cashback von bis zu 54,95 Euro. Näheres dazu unter dem Video in der Beschreibung. Die Argumente, mir diese Solarbank anzuschaffen, waren überragende Erträge, sehr lange Lebensdauer plus 10 Jahre Garantie sowie eine einfache und schnelle 5-minütige Installation ohne Vorkenntnisse und ohne auf den Elektriker warten zu müssen. Ich bin super mit dem Ergebnis zufrieden und kann nun meine Bastelgarage mit weniger gekauftem Strom betreiben. Da spare ich ordentlich Geld und entlaste die Umwelt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage Danke, macht's gut, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.